Herzinfarkt kann sich Tage vorher ankündigen durch belastungsabhängige Schmerzen im Brustbereich. Das heißt, sie laufen, es klemmt auf der Brust, sie müssen anhalten, die Schmerzen verschwinden. Diese Schmerzen sind im Brustbereich lokalisiert, können ausstrahlen in Kiefer, Arm, Hand, Rücken oder sogar bis in den Oberbauch. Wenn diese Schmerzen, die eben beschrieben wurden, auch in Ruhe direkt auftreten, ist es eigentlich schon gar kein Warnsignal mehr, sondern Sie haben möglicherweise bereits einen Herzinfarkt. Bei einem Herzinfarkt müssen Sie unverzüglich die Notrufnummer 144 wählen oder sich direkt in ärztliche Versorgung begeben. Ein Herzinfarkt ist eine akute Notfallsituation, die jederzeit in einem Herz-Kreislauf-Stillstand enden kann. Sie merken das daran, dass die entsprechende Person zusammenbricht, nicht mehr redet, nicht mehr atmet und sich nicht mehr bewegt. Dann müssen Sie von einem Kreislaufstillstand ausgehen. Sie müssen drei wichtige Dinge tun in dieser Situation und denken Sie daran, Sie können nichts falsch machen. Falsch in dieser Situation ist nur nichts machen. Also, erstens, alarmieren Sie den Notarzt. Wählen Sie 144 und fordern Sie Verstärkung an. Zweitens, versuchen Sie, möglichst schnell einen Defibrillator zu besorgen. Herzsicher hat sich zum Ziel gesetzt, die externen automatischen Defibrillatoren auf einem Standortverzeichnis anzuzeigen, damit sie in einem Notfall auch gefunden werden können, zum Beispiel mittels einer iPhone-Applikation oder anderen Geräten, die auf diese Seite zurückgreifen können. Mit der iPhone-Applikation können Sie auf die nächstgelegenen ARD-Standorte zugreifen und sich informieren, wo das Gerät überhaupt steht, dass Sie in einem Notfall möglichst schnell das Gerät einsetzen können. Schicken Sie jemanden, um das zu holen, damit Sie selber den dritten wichtigen Punkt in Angriff nehmen können, nämlich der unverzügliche Beginn einer Herzmassage. Das ist ganz einfach, kann grundsätzlich jeder Laie machen. Sie positionieren Ihre beiden Hände zwischen den Brustwarzen der entsprechenden Person und drücken 5 cm tief rein und das 100 Mal pro Minute. Vergessen Sie nicht, während dieser ganzen Situation muss ununterbrochen Herzmassage durchgeführt werden. Wir zeigen hier nur den Teil des Laiendefibrillators. Schritt 1, Gerät aufklappen. Ruhig bleiben. Gesprochene Anweisungen befolgen. Die Folienpackung vom Deckel des AED nehmen. An gestrichelter Linie aufreißen, Elektroden entnehmen. Eine Elektrode, wie abgebildet, fest auf den Patienten anbringen. Diese Elektrode kann an eine der zwei gezeigten Stellen angebracht werden. Bitte warten. Patient kann jetzt berührt werden. Wenn angewiesen, 30 schnelle Kompressionen geben. Es hat heute bei weitem noch nicht genug ARDs in der Schweiz. Es benötigt ja im Umkreis von 3 Minuten jeweils ein Gerät. ARDs sollten idealerweise in öffentlichen Gebäuden, öffentliche Plätze, bei Unternehmen installiert werden. Zusätzlich ist es ganz wichtig, dass solche Geräte auch in Fahrzeuge gehören. In einem Auto oder in einem Fahrzeug ist immer jemand, der sich mit dem ARD auskennt und der in einem Notfall sehr schnell eingreifen kann. Hier in ARD können Sie bei uns auf der Webseite www.herzsicher.com registrieren. Die Registration ist gratis und dort finden Sie auch weitere Informationen über, wenn Sie sich so ein Gerät anschaffen möchten. Bei einem Herznotfall zählt jede Sekunde. Informieren Sie sich über das Thema und auch Sie können Leben retten.